In diesem Video zeige ich dir, wie du wirklich leckere Donuts selber machen kannst. Das Rezept ist wirklich einfach und alle Mengenangaben und eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du unten in der Infobox. Donuts werden aus einem Hefeteig hergestellt und dann in Fett frittiert. Daher müssen wir als erstes den Hefeteig zubereiten. Dafür kippst du einfach alle Zutaten in eine große Schüssel. Da haben wir einmal das Mehl, dazu kommt dann noch eine Tüte Trockenhefe. Mit der Trockenhefe finde ich den Hefeteig zubereiten immer am einfachsten. Dazu kommen dann noch Zucker und Salz. Außerdem etwas Sonnenblumenöl. Und lauwarmes Wasser. Das Wasser darf auf gar keinen Fall kalt sein, sollte aber auch nicht zu heiß sein. Daher ist lauwarmes Wasser hier am besten. Jetzt verrührst du das Ganze einmal mit den Knethaken und einem Mixer. Knete den Teig ruhig 10 bis 15 Minuten durch, dann wird er am Ende auch richtig schön fluffig, so wie wir ihn haben wollen. Wenn du fertig mit dem Kneten bist, muss der Teig allerdings noch etwas gehen. Dafür deckst du ihn mit einem Tuch ab und stellst ihn an einen warmen Ort. 45 bis 60 Minuten sollte er gehen, dann sieht er ungefähr so aus. Der hat sich jetzt fast verdreifacht von der Größe her. Im nächsten Schritt solltest du eine bemehlte Arbeitsfläche nehmen, deine Hände auch etwas mit Mehl einreiben und auch das Nudelholz, damit der Teig eben sich schön ausrollen lässt. Jetzt rollst du ihn so aus, dass er ungefähr 1 cm dick ist. Ich nehme jetzt hier einfach eine Schale und ein Schnapsglas, um die Donutform herzustellen. Es gibt auch richtige Donut-Ausstecher, so einen habe ich aber nicht hier. Und da ich nicht davon ausgehen kann, dass du auch einen zu Hause hast, zeige ich dir hier einfach eine Variante, wie du es auch einfach so ausstechen kannst. Das Fett in der Fritteuse solltest du schon vorgeheizt haben und dann kannst du deine Donuts einfach in die Fritteuse geben. Lass sie ungefähr 2 bis 3 Minuten pro Seite in der Mitte eben einmal drehen und dann kannst du sie auch schon wieder aus der Fritteuse nehmen und solltest vielleicht erst einmal auf einen Teller packen, wo ein Haushaltstuch drunter ist, damit das Fett ein wenig abtropfen kann. Jetzt musst du deine Donuts nur noch nach Bedarf dekorieren und verzieren. So kannst du zum Beispiel einfach sie in flüssige Kuvertüre tunken und danach in ein paar Streusel. Du kannst sie aber auch mit normalem Zuckerguss übergießen oder das, was wir hier benutzen, ist so eine Art Mirror Glaze. Das ist dann etwas klebriger. Da sind der Fantasie quasi keine Grenzen gesetzt. Du kannst sie natürlich auch komplett ohne Dekoration essen, aber so sieht es doch immer ein wenig schöner aus. Und so einfach kannst du Donuts selber machen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, falls du schon mal Donuts selber gemacht hast und wie sie bei dir geworden sind. Und abonniere auch unbedingt diesen Kanal, damit du kein neues Rezept mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Donuts selber machen.